Wie geht es dir aktuell, wenn man die Frage stellen darf? Gut. Ja? Sehr gut. Ja, wir haben es nämlich gerade in dem Einspieler auch thematisiert. Das war so rund um den Herbst. Da hast du auf einmal gemerkt, mit deinem Körper stimmt was nicht. Und das war gar nicht so eine leichte Geschichte, die musste man ernst nehmen. Beschreib das mal. Ja, ich hatte ein Vorhofflimmern quasi im Herz. Der Herzrhythmus war nicht normal. Das hat man dann auch relativ deutlich gemerkt, oder ich habe es deutlich gemerkt. Da wird dann natürlich erstmal mulmig und komisch, weil du nicht weißt, was es ist. Und ja, dann ging es eigentlich relativ schnell. Ich war im Krankenhaus, habe die Untersuchungen gemacht, wurde relativ schnell auch gesagt, dass ich die OP machen muss, dass es eigentlich keinen Weg dran vorbeiführt als Leistungssportler. Und es war wirklich so innerhalb von 3 Tagen dann, Ging das dann? wo es aufgetaucht ist bis zur OP. Also es wussten vielleicht dann 3 Leute, wo ich Bescheid gesagt habe, so meine Eltern und 2 Kumpels so gefühlt. Und der Rest ist, ja. Du bist ein junger Sportler und denkst an sowas natürlich gar nicht. Denkst, guck mal, mit mir ist alles in Ordnung, der Körper funktioniert und auf einmal ist dieses Herz komplett aus dem Rhythmus. Das ist ja so ein Vorhofflimmern. Springt dem ganzen Körper durch die Gegend, hoher Ja, das war Puls. wirklich eine schlaflose Nacht auch. Ich lag zu Hause im Bett, ich wusste nicht, was los ist. Die Gedanken beschreibe ich jetzt nicht, aber es war nicht schön auf jeden Fall, ja. Also das hat dich wahrscheinlich auch erstmal verunsichert. Wie schnell konnten dir die Ärzte dann auch die Sorge nehmen und sagen, komm Marius, das kriegen wir auch mit einer minimalinvasiven Operation ruckzuck wieder in den Griff? Schon, aber natürlich denkst du trotzdem, wenn ein Arzt sagt, es wird alles gut, trotzdem, was du fühlst, ist was anderes. Und wenn es in dem Moment halt richtig schlecht ist und dein Körper richtig schlecht geht, dann beruhigt dich das vielleicht ein bisschen, aber nimmt dir nicht komplett die Angst, vor allen Dingen, wenn du vor einer Herz-OP stehst. Also sie sagen, es ist ein Routine-Eingriff und ein kleiner Eingriff, aber es ist ein Eingriff am Herzen und es ist natürlich nicht einfach. Als du in der Situation warst, gar nicht sportlich tätig werden zu können, welche Gedanken schießen einem dann durch den Kopf? Also was ist das, was einem dann auch Halt gibt in so Momenten? Die Familie auch. Also ich hatte da wirklich keinen Gedanken an den Sport am Anfang. Also ich wollte einfach gesund werden. Ich wollte, dass die OP gut verläuft. Auch wie gesagt, wenn die Ärzte einen mehr oder mehrmals betont haben, dass es ein kleiner und Routine-Eingriff ist, aber trotzdem, du hast ja in dem Moment keinen Gedanken für Sport, sondern einfach, dass du nach der OP aufwachst, alles ist gut und kommst langsam wieder ins Leben und es wird wieder vor. Das ist genau das Stichwort. Ein Gedanke daran, dass es vielleicht nicht wieder so ist wie vorher, dass man nicht wieder volle Leistungsfähigkeit hat, vielleicht nicht Profisport ausüben kann. War das auch so ein Moment? Gab es den? Ja, wahrscheinlich vor der OP oder als ich das gespürt habe schon. Danach war es eigentlich relativ schnell gut, dass ich schnell trainieren konnte. Auch wo die Ärzte gesagt haben, hätte ich jetzt nicht die Wunde, wo sie aufgeschnitten haben, hätte ich eigentlich direkt vom Herz her wieder Sport machen können. Aber durch die Wunde ging das ja natürlich nicht. Und dann ja, habe ich es relativ schnell gemerkt, dass ich wieder angefangen habe, locker nach 10 Tagen mit dem Laufen, dass es eigentlich re relativ schnell zurückkam. Wie viele Tonnen Steine fallen da von den Schultern? Ja, schon enorm viel. Weil wie gesagt, das ist was der Körper oder was ich gar nicht kannte. Also als Sportler, du fühlst deinen Körper eigentlich nochmal, denke ich mal, genauer. Und auf einmal ist was komplett da, was du gar nicht kennst und es beunruhigt dich. Und dann fühlst du auf einmal noch andere Dinge, wo vorher gar nicht da waren. Und ja, es ist halt immer noch so, dass ich glaube, manche Sachen, wo mich davor nicht gestört hat, bevor ich das hatte, jetzt momentan oder so, kurz beunruhigen, weil ich denke, was ist jetzt los? Was ist das? Dabei ist es gar nichts. Wenn man dich jetzt sieht im Vollgasmodus auf dem Platz, gibt es auch immer noch so kurze Momente, wo es in den Kopf schießt, was da war, oder ist das völlig weg jetzt? Ja, ich würde lügen, wenn es völlig weg ist, aber auf dem Platz ist es nicht so. Also da ist man so fokussiert, dann hat man keine Zeit, an andere Sachen zu denken, sondern eher, ja, mal nach dem Spiel, wenn du wirklich 90 Minuten gespielt hast, bist völlig K.O. und bist zu Hause, dann denkt man schon nochmal dran, wobei dann wieder auch der Gedanke ist, ah, du hast 90 Minuten Fußball gespielt, also so schlecht kann es dir nicht gehen. So schlecht ist das Stichwort. Also was ist davon noch übrig jetzt? Also musst du Medikamente nehmen auf lange Sicht oder was sind die Spätfolgen des Ganzen? Nee, also eigentlich gar nichts. Ich musste, wie gesagt, einen Monat lang so einen Blutverdünner nehmen, deswegen durfte ich keinen Mannschaftssport machen, musste alleine trainieren und ab Januar, also ab dem Trainingslager, bin ich medikamentfrei und konnte alles durchziehen. Jetzt kannst du also auch wieder die Leichtigkeit des Lebens genießen und die Siegesserie mit Borussia Dortmund. Du machst auch gerne Scherze und hast dir die Tage mal.